Hey Champ, in diesem Video erfährst du die Hauptgründe, warum du bis jetzt noch nicht entdeckt wurdest und natürlich auch, was du tun kannst, um entdeckt zu werden. So Champ, in diesem Video schauen wir verschiedene Dinge an, warum es vielleicht bis jetzt noch nicht gereicht hat, dass du entdeckt wurdest. In diesem Video gehen wir davon aus, dass du fußballerisch wirklich gut bist und dass es nicht am fußballerischen Skill scheitert. Weil das Fußballerische ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass du überhaupt gesehen werden kannst. Das heißt, wenn du also nicht kicken kannst, dann wird dir dieses Video jetzt nicht wirklich sehr weit helfen, um ja, entdeckt zu werden, sondern dann musst du vielleicht irgendwelche Individualtrainingsvideos anschauen. Das wird dir in diesem Fall mehr bringen. Wenn du aber von dir glaubst, dass du wirklich gut bist und gut kicken kannst, dann sind jetzt die folgenden Tipps sehr, sehr wertvoll für dich. Kommen wir mal zum ersten Grund. Viele Fußballer wollen entdeckt werden, ohne erstmal dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich konstant ihre Topleistung auf den Platz bringen können. Warum ist es so wichtig, konstant die Topleistung auf den Platz bringen zu können? Schau mal, es kann sein, dass bei dir schon Scout oder ein guter Trainer oder was auch immer zugeschaut hat. Aber genau das wird nicht jedes Spiel so sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass du erstmal dafür sorgen darfst, dass du jeweils, wenn du spielst, deine Topleistung konstant auf den Platz bringen kannst. Weil schau, Erfolg ist immer, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Und konstant zu sein, konstant deine beste Leistung zu bringen, ist genau die richtige Vorbereitung, dass du auch die Gelegenheiten, die sich bieten, wenn ihr mal ein Testspiel habt gegen eine Top-Mannschaft, wenn mal ein Scout vorbeikommt, dass du die auch wirklich nutzen kannst. Weil du ganz genau weißt, wenn es darauf ankommt, kannst du deine Top-Leistung bringen. Im Übrigen noch ein kleiner Tipp dazu. Wenn du gesehen wirst von einem Scout, ist es nicht so, dass er dich einmal sieht, du spielst gut und dann bist du gleich irgendwo in der Champions League, sondern dieser Scout wird noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal auf dich schauen. Und erst dann, wenn du viermal, fünfmal deine Top-Leistung bestätigt hast, dann wird er auch wirklich denken, oh, das ist ja ein Top-Spieler. Also sorge dafür, dass du auch wirklich erstmal konstant deine Top-Leistung bringen kannst, damit du eine viel höhere Chance hast, auch wirklich entdeckt werden zu können. Ein weiterer Tipp, den ich dir jetzt gebe, der sehr stark mit dem Anfang, den ich gemacht habe, vom Video zusammenhängt, ist, dass du wirklich einer der Besten sein musst in der Mannschaft. Am besten ist es sogar, wenn du der Beste bist der Mannschaft. Also der Spieler, der am allermeisten heraussticht. Und jetzt habe ich ein Wort gesagt, herausstechen. Und genau darum geht es. Wenn Scouts da sind, dann geht es darum, herauszustechen. Also dass du von den 22 Spielern auf dem Feld nicht irgendwer ein durchschnittlicher Spieler bist, der alles so ein bisschen beherrscht, aber mit nichts heraussticht. Nein, sondern genau im Gegenteil, dass du der eine Spieler bist, der eben ein, zwei Sachen so richtig krass beherrscht und damit einfach auffällt. Wenn du also gescoutet werden möchtest, ist es extrem, extrem wichtig, dass du lernst, herauszustechen. Weil sonst, sind wir mal ehrlich, ist es fast nicht möglich, wirklich gesehen zu werden. Damit du auffallen und herausstechen kannst, ist es extrem wichtig, dass du dich auf deine Stärken fokussierst und vor allem diese Stärken zu absoluten Waffen formst. Weil diese Waffen, genau diese Waffen, sorgen eben dafür, dass du herausstichst, dass du auffällst. Dein Learning dieses Tipps könnte also sein, dass du nicht alles perfekt beherrschen musst, sondern dass du einige wenige Dinge dafür wirklich auf Exzellenz, auf Perfektion beherrschen sollst und damit herausstichst und auffällst. Also Champ, fokussiere dich auf deine Stärken, arbeite daran und mach aus deinen Stärken wirkliche Waffen. Und einen Tipp gebe ich dir jetzt noch zwischendurch, ein ganz, ganz wichtiger, nämlich folge diesem Kanal und like dieses Video, weil dann werden dir weitere solche Videos angezeigt, die extrem hilfreich sein können für deine Fußballkarriere. Die nächste richtig wichtige Sache ist, wenn du wirklich entdeckt werden möchtest, muss deine Mentalität stimmen. Was du für eine Gewinnermentalität hast, die meisten Scouts schauen darauf, will der Spieler auch unbedingt gewinnen? Hat er diesen unbedingten Siegeswillen? Weil das ist gefragt. Das ist gefragt in den Vereinen, wo du sehr wahrscheinlich noch hinkommen möchtest. Das heißt, bevor du wirklich entdeckt werden kannst, darfst du auch erstmal hier oben bei der Mentalität
mentalen Bereich wirklich stabil werden und ja, auf Top-Level kommen, um dann letztendlich auch, wenn du entdeckt wirst, ist ja auch nicht nur das Einzige, entdeckt zu werden, sondern dann auch wirklich das Probetraining bestehen kannst, wenn es dazu kommt. Und allgemein ist es wirklich so, wenn du entdeckt werden möchtest, darf erstmal die Mentalität stimmen, deine Ausstrahlung, deine Präsenz auf dem Platz darf stimmen und dann hast du auch wirklich die Chance, dass dein Scout auf dich aufmerksam wird und du da mal auf so einer Liste stehst. So Champ, jetzt noch ein abschließender Tipp, der wirklich den Unterschied ausmachen kann. Die meisten Fußballer und Fußballerinnen begehen da nämlich einen riesen Fehler. Und der Fehler ist folgender. Wenn du nur darauf wartest, um entdeckt zu werden, du wartest also nur darauf und kommst nicht selber aktiv ins Handeln. Du verlässt dich also auf dein Glück, anstatt deinem Glück auf die Sprünge zu helfen. Also, ganz, ganz wichtiger Tipp, sei nicht passiv, sondern wirklich aktiv. Versuche aktiv auf Vereine zuzugehen und wirklich deine Bewerbungsunterlagen diesen Vereinen oder den Scouts zukommen zu lassen. Und jetzt habe ich etwas Wichtiges angesprochen, nämlich Bewerbungsunterlagen. Ein Fußballer braucht auch gewissermaßen Bewerbungsunterlagen. Und in solche Bewerbungsunterlagen könnte zum Beispiel ein Video reingehören oder ein CV. Ein CV ist nichts anderes als ein fußballerischer Lebenslauf. Und wenn du das als Fußballer nicht besitzt, dann würde ich mich schleunigst auf den Weg machen, um eben diese Bewerbungsunterlagen mal zu erstellen. Weil diese Bewerbungsunterlagen bieten danach die Grundlage, dass du diese verbreiten kannst. Dass du wirklich proaktiv auf Scouts oder Vereine zugehen kannst. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wo wirklich die meisten Fußballer und Fußballerinnen noch zu passiv sind leider und nicht aktiv ins Handeln kommen. Also Champ, du machst das anders und wirst jetzt wirklich aktiv und setzt diese Tipps um. Und wenn du hier bei diesen Schritten gerne eine Unterstützung wünschst, dann empfehle ich dir mal unter diesem Video auf den Link zu klicken und zu schauen, wie wir mit Fußballern zusammenarbeiten, weil hier unterstützen wir sehr, sehr gerne. Wenn es dir gefällt, wie wir mit den Fußballern zusammenarbeiten, dann kannst du dich sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Wenn du noch ein weiteres sehr, sehr spannendes Video für deine Fußballkarriere schauen möchtest, dann schau mal hier. So findest du nämlich deine perfekte Position, die dich ganz, ganz weit bringen wird in deiner Fußballkarriere, was auch ein entscheidender Faktor sein kann, um gescoutet zu werden. Wenn du nämlich auf der falschen Position spielst, dann wirst du nicht sehr auffällig spielen und dementsprechend nicht gescoutet werden können. Und hier unten findest du ein weiteres Video, das dir dabei helfen wird, deine fußballerischen Ziele zu erreichen. Und du weißt, ein wahrer Champion, der entsteht im Kopf.